Hallo und herzlich willkommen zu meinem Lernvideo zur Schulpsychologie. Angst, Sorgen, Verhaltensstörungen oder Lernschwierigkeiten, alles Dinge, mit denen sich einige Menschen unserer Gesellschaft konfrontiert sehen. Eine Anlaufstelle ist in diesem Fall oftmals der oder die Psychologin. Auch in der Schule sehen sich SchülerInnen oder LehrerInnen mit diesen Themen konfrontiert. Dies kann dazu führen, dass die Unterrichtsqualität und der Lernerfolg darunter leiden und den Beteiligten die Motivation genommen wird. So auch im Beispiel der Klasse 7c. Michi, Mona, Magda und Max sind Schüler dieser Klasse. Während drei der vier immer fleißig ihre Aufgaben machen und der Lehrerin Frau Meier zuhören, fällt es Max oftmals schwer, ruhig sitzen zu bleiben und sich zu konzentrieren. Es kommt vor, dass er wild gestikuliert, wenn er etwas sagen möchte, oder dass er herumschreit. Frau Meier ist sehr sauer über dieses Verhalten. Frau Meier und Max sind sichtlich traurig über diese Situation, da Max seine Lehrerin mag und Frau Meier weiß, was in Max steckt. Frau Meier sucht sich Rat bei der Schulpsychologin Frau Clausen und die beiden suchen am sogenannten runden Tisch zunächst das Gespräch mit den Eltern von Max, die auch verzweifelt sind, da Max sich sonst nicht so verhält. Frau Clausen versucht sich ein Bild der Situation zu machen. Hierfür hospitiert sie unter anderem im Unterricht von Frau Meier und macht sich einige Notizen sowohl zu Max als auch zu Frau Meiers Verhalten. In einem weiteren Gespräch mit den Eltern stellt Frau Clausen ihre Beobachtungen vor und macht Vorschläge, wie man die Situation verbessern könnte. Bei diesem Gespräch kommt später auch Max dazu, um auch ihm die Lösungsvorschläge vorzustellen. Durch das Umsetzen dieser Lösungsvorschläge von Frau Clausen, durch Frau Meier und von Max läuft der Unterricht wieder um einiges besser. Eine weitere Aufgabe, die Frau Clausen hat und aufgrund derer Frau Meier den Kontakt zu ihr sucht, ist die Betreuung der Lehrkräfte. In einem herausfordernden Job wie dem der Lehrkraft müssen auch die Lehrer auf Unterstützung zählen können. Eine Möglichkeit, die Motivation der Lehrkräfte hochzuhalten, ist die Supervision. Hier besprechen LehrerInnen und SchulpsychologInnen zum Beispiel, welche Ziele, Herausforderungen und Hindernisse die jeweilige Lehrkraft hat. Durch die Hilfe der Schulpsychologin kann die Klasse 7c nun wieder mit Spaß am Unterricht teilnehmen. Created using Powtoon.